Lass uns doch mal über eine Serie sprechen, über die ich bereits zur ersten Staffel geredet habe. Aber jetzt mit der dritten Staffel hat sie ihren Abschluss gefunden. Und viele Leute schrieben, Robert, kommt da noch was? Kommt da noch was? Und der Hintergrund ist, dass man von Ted Lasso, darum soll es gehen, das Finale seit dem 31. Mai auf Apple TV Plus anschauen kann. Ich es aber über 2 Wochen vor mir hergeschoben habe, beziehungsweise sogar die letzten 2, 3 Folgen, weil ich von diesen Figuren keinen Abschied nehmen wollte. Schon in der ersten Staffel habe ich Ted Lasso dermaßen geliebt, weil diese Serie so liebevoll ist, so hingebungsvoll, sich für ihre Figuren Zeit nimmt. Und mit jeder weiteren Folge wuchs diese Verbindung und wuchs diese Tiefe von Charakteren und diese überbordende positive Art eines Mannes, die auch in den schwierigsten Situationen und besonders dann, wenn es mal düster wurde und auch Richtung Mental Health ging, einem so nahe geht, dass ich immer wieder den Tränen nahe war. Nun habe ich dann endlich mir die finalen Folgen angeschaut und saß dann da wie ein verheultes Kind, ehrlicherweise, und bin gleichzeitig so wahnsinnig traurig, dass es das wahrscheinlich war, wenn es vielleicht noch in irgendeiner Form Spin-offs geben sollte, ist das eine eigene Geschichte, und damit soll es jetzt mal in der Gänze um Ted Lasso gehen. Was ist das? Wo kann man es anschauen? Ihr habt schon gehört, auf Apple TV Plus, eine Plattform, die jetzt nicht besonders wahnsinnig viele Leute haben, wo es aber immer wieder mal Gratisaktionen gibt für mehrere Monate und Kombinationen. Meiner Frau schreiben manchmal auch Leute, dass sie sogar bis zu 13 Monaten schon Apple TV Plus hatten durch irgendwelche Aktionen und es deswegen die zahlen mussten. Da gibt es ein paar richtig gute Shows. Bei den Filmen bin ich ehrlicherweise so, da bin ich noch gespannt, was da noch so kommt. Aber klar, Killers of the Flower Moon beispielsweise. Und Ted Lasso ist eben eine dieser richtig tollen Shows, wo ich sagen würde, müsst ihr euch unbedingt anschauen. Alle 3 Staffeln kommen mit insgesamt 34 Episoden daher, die so eine Länge haben von, sagen wir mal, 45 Minuten eher am unteren Ende bis hin zu so 75 Minuten. Gerade Richtung Finale sind die Folgen sehr lang, ist ab 12 Jahren freigegeben. Und seit eben dem 31. Mai könnt ihr euch komplett diese Sendung anschauen, die im Grunde die Geschichte von Ted Lasso ist. Ein Mann aus den USA, aus Kansas, der normalerweise im American Football zu verorten ist, und einer Frau namens Rebecca, der einen Club gehört, nämlich der AFC Richmond in der Premier League, die aber so eine Wut hat auf ihren Ex-Mann, von dem sie in der Scheidung diesen Club letztendlich übernommen hat und den in den Ruin reiten möchte. Und deswegen beschließt, jemanden zu holen, der überhaupt keine Ahnung von Soccer bzw. richtigem Fußball hat. Und deswegen landet Ted Lasso im Zuge auch familiärer, nicht einfacher Situation im Hintergrund aus Kansas, mitten in England, kann mit den Gepflogenheiten und den Gebräuchen eigentlich gar nichts anfangen, versteht von Fußball im Grunde gar nichts. Aber was dieser Mann ist, ist voller positiver Metaphern über das Leben und die Möglichkeiten, Dinge auch aus anderen Perspektiven zu sehen. Und das ist, was wir 3 Staffeln lang erleben. Ein Mann, der eigentlich völlig überfordert ist, von dem alle denken, er hat überhaupt nichts auf dem Kasten, den die Fans nicht leiden können, den die Presse nicht leiden kann, bei dem die Spieler immer wieder sich wundern, was will dieser Typ von mir? Und alle ringsherum, bei denen wir dann immer wieder einen Blick auch bekommen, mehr in ihr Leben, in ihre Geschichte, auch in den Fußball selbst so ein bisschen und die Mentalität in einer Umkleidungskabine, die natürlich mit so einer großen Portion Naivität aufgeladen uns präsentiert wird, ist aber das ganz Wundervolle, dass man manchmal kaum merkt, wie man immer wieder schmunzeln und lachen muss und dieses warme Gefühl in der Brust bekommt, wenn man sich Ted Lasso anschaut, weil es immer wieder auch so Ansätze sind, wo man sich sagt, ja, so könnte das beispielsweise ja auch mal der Blickwinkel sein, statt dass wir uns immer nur zerfleischen und attackieren, uns lieber auch einfach mal seelisch in den Arm zu nehmen und zu sagen, hey, hast du halt Mist gemacht? Habe ich halt Mist gemacht? Aber ich mag dich trotzdem und wir beide können auch tolle Sachen erleben. Und das im höheren Ideenumfeld ist quasi für mich persönlich Ted Lasso. Und jetzt könnte ich über so viele Figuren reden und ich mach's einfach mal. Bei Jason Sudeikis wird es künftig, glaube ich, schwer, jemand anderen als Ted zu sehen und immer wieder irgendwelche abstrusen Metaphern einzufangen und gleichzeitig dieser Panzer der Liebe, der ihn gefühlt umgibt und was ja quasi ein Oxymoron ist, dass es einem schwerfällt, glaube ich, ihn irgendwie nochmal anders zu sehen. Er hat privat selber durch seine Trennung von Olivia Wilde auch so eine, sag ich mal, es gibt so ein paar Parallelen, ist auch weggegangen, ist auch nach England gegangen, um so über den Herzschmerz hinwegzukommen, aber es ist eben auch gerade bei ihm zum Beispiel, wenn das Thema Mental Health auch thematisiert wird, finde ich immer wieder so spannende Momente, weil auch durch die Figuren ringsherum und auf die weirden Situationen, auf die er trifft, dass immer wieder diese Art und Weise ist, mit der man diesen ungebrochenen Faktor hat, der aber gerade dann, wenn er Menschen aus seinem Leben konfrontiert und wenn es vor allem dieses Durchdringen von, ja, Panikattacken auch als Thema ist, dann ist das nicht nur was manchmal immer noch zu sehr stigmatisiert wird in der heutigen Zeit und immer wieder auch noch tabuisiert wird, ob man zum Psychotherapeuten geht und alles, was dahinter steckt, wenn man gerade in einer Welt, in der gefühlt der Druck immer größer wird und alles so schnelllebig ist, die Leute sich
natürlich ihre Kanäle suchen, ihren Leidensdruck suchen, den sie irgendwo ablassen können. Und das kann so destruktiv sein. Und dann hat man diese Figur, die diesen Panzer eben der Liebe gebaut hat, eben auf der anderen Seite, um sich eben dieses Leid nicht rauslassen zu können. Und wenn das dann eben manchmal Risse bekommt und dann man merkt, wie kaputt auch eine Figur sein kann, ist das so herzlich und berührend, dass ich sagen muss, richtig, richtig toll gespielt. Aber auch ein Brad Goldstein beispielsweise als Roy Kent, der ewig grimmige im Team, der gar nicht so viel Entwicklung innerhalb dieser Serie durchmacht, aber für jemanden, der so klar ein Einzelgänger ist und dann aber feststellt, dass die Menschen ringsherum ja doch was mit ihm machen, ist jeder Zentimeter eine große Entwicklung. Bei ihm so besonders, dass Brad Goldstein eigentlich Autor der Serie ist und dann im Grunde diese Rolle übernommen hat zusätzlich. Ganz weirder Gang eigentlich, aber richtig cool. Phil Dunster noch als Jamie Tart nehmen wir, ein Spieler aus dem Team. Und das ist so exemplarisch, weil wir in diesem Team vom AFC Richmond immer wieder Figuren gezeigt bekommen und ihre Geschichten, ihre Verbindungen, seien es die eigenen Wurzeln, sei es das Glück, das im Schatten stattfindet, was mit Sexualität zu tun hat, was ein wahnsinnig auch in der Realität tabuisiertes Thema leider ist und man sich fragen würde, hey, warum muss das heutzutage noch so sein? Und ich mir wünschte, dass das mal anders wäre. Und Phil Dunster als Jamie Tart und jeder, der die Serie gesehen hat, weiß so, Jamie Tart, 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 hat sofort natürlich diese Melodie im Kopf, ist auch so eine egomanische Einzelgängerfigur, die aber irgendwann auch so ein bisschen bricht. Und allein deswegen, weil es auch Ted Lasso schafft, Serien oder Figuren in dieser Serie zu schaffen, die wir so abstoßend finden, die dann doch aber insgesamt ein so großes Bild bekommen, dass man sagt, naja, da steckt halt Mensch drin. Und man findet dann doch Verbindungen auf emotionalen Ebenen, dass es sehr schwer findet, fast nicht bei jeder Figur etwas zu finden, wo man sich denkt, Mann, deswegen mag ich den oder deswegen ist es vielleicht nicht unbedingt mein Charakter. Nehmen wir beispielsweise Hannah Waddingham heraus, als Rebecca Welton. Die ist die Chefin vom AFC Richmond. Und ihr eigentliches Motiv, diesen Verein kaputt zu machen, um etwas kaputt zu machen, was jemand, den man mal liebte und inzwischen hasst, dann wehtun würde. Also Rache als Motiv zu nehmen und darüber zu entdecken, dass es eine wirkliche Leidenschaft und Hingabe gibt und eine Identifikation zu dem, was man da tut. Und man nach und nach eben auch feststellt, dass das eigene Glück doch viel erstrebenswerter ist zu verfolgen als die Wut oder die Pech oder die Rache gegenüber jemand anderen. Das ist eine so spannende Figur, weil darüber hinaus auch die Bedürfnisse einer Frau in einem, sag ich mal, einem Alter, wo sie sich auch fragen muss, wo stehe ich eigentlich gerne mal charakterisiert werden. Wo auch zu jüngeren Männern eine Verbindung beispielsweise in den Vordergrund gerückt, wo aber auch Freundschaften zelebriert werden und wo auch Reichsein nicht irgendwie davor schützt, dass man nicht trotzdem ganz klare emotionale Probleme und Verbindungen hat. Und da muss ich sagen, finde ich diese Figur so wahnsinnig schön und spannend, weil das einfach um Bedürfnisse dann geht. Nehmen wir beispielsweise noch meinetwegen Brandon Hunt raus, als Coach Beard. Einer an der Seite von Ted Lasso, der immer wie ein Sergeant auch alles über Fußballphilosophie weiß und liest und im Grunde alles im Hintergrund weiß über diesen Sport, was Ted Lasso nicht weiß. Und er gleichzeitig immer mit den weirdesten Aktionen im Privatleben, sobald er frei hat, gefühlt die Pfeife fallen lässt und dann völlig frei dreht, irgendwo um 68 Style und gleichzeitig aber auch als Gruppe der Diamond Dogs, wenn sie dann als Jungs, Männer zusammenkommen, um Gespräche zu führen über private, emotionale Momente, die aber in einem Raum bleiben müssen, dann ist das einfach so ein wahnsinnig cooler Sidekick-Coach spielt, der sich auch nie zu schade ist, in jedem Moment irgendwie für eine Überraschung sorgen zu können. Oder nehmen wir einen Nick Mohammed als Nathan Shelley, einer, der im Grunde ganz unten beim AFC Richmond anfängt und dann einen ganz eigenen Weg geht, dahin, dass Zuschauer den wahrscheinlich hassen werden, aber irgendwann auch erkennen, naja, das Motiv in dem ist einfach ein Geltungsbedürfnis und das Bedürfnis, da gesehen werden zu wollen und auch jemanden zufriedenzustellen und letztendlich auch auf einen Druck zu reagieren und Selbstliebe als Thema und nicht vorhandene Selbstreflexion, wo im Grunde das Wort Entschuldigung und sich entschuldigen wollen und Scham so sehr auf den Lippen liegt, dass es lange dauert, bis man bereit ist, das auszusprechen. Das ist eine sehr spannende Figur und ihr Weg zu gehen, wie wir gegenüber Nathan Shelley beispielsweise in Ted Lasso empfinden. Und so kann ich über so viele Figuren gehen, sei es ein Sam im Team, wo es um die eigenen Wurzeln geht und auch sich was aufzubauen neben dem Fußball, sei es Colin Hughes, das Thema habe ich schon angesprochen, als Spieler, der im Grunde zwei Leben führen muss. Und so gibt es wirklich wahnsinnig viele tolle Figuren, immer wieder eingefangen mit einer Kamera, die sehr bunt, die sehr froh ist. Man sieht es schon im Intro von Ted Lasso, die aber gerade dann, wenn es dann düster und kühler wird und wir denken, oh, jetzt greifen wir natürlich sehr ernsthafte Themen durch, in so einem krassen Kontrast stehen, dass die Fallhöhe immer wieder auch
einfach relativ groß bei Ted Lasso sein kann. Diese Serie ist in weitesten Teilen eine schon Komödie, aber immer wieder mit so dramatischen Ansätzen, aber einer Leichtigkeit, großen Themen zu begegnen, sodass diese Naivität, die überbordet, im Grunde eine komplett andere Perspektive auf Dinge ist. Und am Ende sage ich, das ist eine der herzlichsten und schönsten Serien, die ich jemals gesehen habe. So viele Charaktere, die ich gefühlt in den Arm nehmen möchte und die ich nicht loslassen wollte und deswegen fast 3 Wochen gewartet habe, mir die letzten Folgen von Ted Lasso anzuschauen. Und am Ende, letzte Folge, ich sage es so oft, immer wieder so, ja, mit Tränen in den Augen da gesessen, weil ich wusste, jetzt wird hier Tschüss gesagt. Und auf die Art und Weise, wie es gemacht wird, ist eigentlich die Reaktion so gar nicht gegeben, aber das könnt ihr dann selbst erleben. Aber es ist eben, mit einem wachenden, lachenden und einem weinenden Auge, weil man im Grunde weiß, es ist schon gut so, aber man wird sich so nicht wiedersehen. Und das finde ich so schade bei Ted Lasso. Eine Serie, die wirklich mehr macht und die ich für immer in meinem Herzen tragen werde. Sie hat was Inspirierendes und diese Hingabe und auch eine ganz andere Art und Weise, sich dem Thema Fußball mal zu nähern. Falls ihr noch nie Ted Lasso gesehen haben solltet, es ist wirklich ein Prachtstück von Serie, dem ich sehr gerne 10 von 10 möglichen Punkten gebe. Die dritte Staffel insgesamt fühlt sich gegenüber den ersten beiden Staffeln schon auch anders an, weil es da sehr viel dann nochmal mehr um die Menschen geht. Es gibt ganze Folgen, die sich in weirden Abenden oder anderen Tonalität erstrecken als in den ersten beiden Staffeln. Ich mochte das aber. Ich mochte, dass man Ted Lasso von Anfang an auf 3 Staffeln konzipiert hat und dann auch in der dritten Staffel nochmal etwas findet, was nicht nur Staffel 1 und 2 kopiert. Das findet nicht jeder, der diese Serie schaut, gut. Ich mochte aber diesen anderen Ansatz und vor allem dieser ganze Mittelbauch in der dritten Staffel, der schon auch seine kleinen Hängermomente hat, dient aber dazu, dass das Finale, finde ich, so fulminant funktioniert, wie es funktioniert. So, und dann bin ich am Ende meiner Review zu Ted Lasso eher der Lobgesang dem Fandom dazu. Aber ist doch schön, das auch mal machen zu können. Und dann bin ich am Ende dieser Review und wünsche euch ganz viel Spaß beim Serienschauen.